Hey Leute, ihr habt wahrscheinlich die Sonne schon mitbekommen. Die Haut brennt, ah, man wird schnell braun. Deswegen zeige ich euch heute eine selbstgemachte Sonnencreme. Ja, die aus Kräuter hergestellt wird und ein bisschen Öl. Und dann mischen wir die zusammen. Ich werde am Anfang euch die Merkmale zeigen und warum das überhaupt wirkt. Und am Ende kommt das schöne Rezept, wie man das herstellt. Und vergesst nicht, das, was ich euch hier zeige, kann helfen für ein bisschen Sonnenschutz und heilt die Haut, wenn man schon einen Sonnenbrand hat. Auf jeden Fall gut. Aber vergesst nicht, es gibt noch andere Methoden, wo man sich besser schützt. Es ist nicht das Beste, aber es ist natürlich. Und das ist die Hauptsache für mich. Und ich möchte euch gerne zeigen, wie man selbstgemachte, natürliche Sonnencreme macht. Kommt mit. Der Holunder. Das ist unsere erste Pflanze, die wir brauchen für unseren Sonnenschutz. Die Merkmale, der erste Merkmal ist ganz klar, der Zwergholunder, wo man sich das verwechseln kann, riecht nicht gut. Der richtige Holunder, die Blüten, die riechen sehr, sehr süß, wie Vanille, finde ich. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Merkmal. Der zweite Merkmal, Leute, ist, der Zwergholunder hat gerillte Stängel. Und unser hat das nicht. Ich zeige euch das mal kurz am Nah. Schaut, der Stiel sieht ungefähr so aus von den richtigen Holunder. Ja, ist halt nicht gerählt, ne? Hier nochmal ein kleiner Merkmal für euch. Ja, der richtige Holunder ist tellerformig. Das heißt sehr flach, ne? Wie ihr seht. Der unechte Holunder ist ungefähr wie eine traubformig. Das heißt ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Mehr so, ne? Nach oben. Und der Holunder ist ja mehr so sehr flach, die Blüten. Und deswegen pflücken wir erstmal die, weil die ist ja richtig. Zack. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht. 3, 4 Köpfe. Die nehmen wir jetzt mit. Und dann suchen wir noch eine Pflanze. Ach, ich habe die Kamille gefunden. Nein, Spaß. Ich habe leider die Kamille nicht gefunden, aber die Kamille ist auch eine Pflanze, eine Heilpflanze, die wir brauchen für unsere Sonnencreme. Deswegen muss ich jetzt mit getrockneten Kamille euch das zeigen, weil die brauchen wir auch für unseren Sonnenschutz. Und Leute, jetzt kommen nochmal die Merkmale von der kleinen Kamille. Ganz einfach, es gibt ja die unechte und die echte Kamille. Wenn man hier den kleinen Kopf mal anschaut und das durch die Hälfte verteilt, Leute, dann erkennt ihr ganz schnell, ob das die richtige Kamille ist oder nicht. Der Kamillenkopf hat in der Mitte ein Loch, der ganz, ganz tief durch die Blüte geht. Das ist dann die richtige Kamille. Die unechte Kamille, die hat das Loch gar nicht drin. Die hat nur eine kleine Beulung. Aber mehr weiß ich auch nicht mit den Merkmalen, weil die unechte Kamille und die richtige Kamille sind nicht giftig. Das heißt, man kann die trotzdem trinken. Aber die unechte Kamille hat halt leider nicht die Wirkstoffe wie die richtige Kamille. Ja, Leute, jetzt geht's zu den Wirkungen von den Pflanzen und dann geht's ganz schnell zum Rezept. Wenn es euch hier gefallen hat, gebt mal gerne mal einen Daumen hoch, schreibt gerne mal einen Text, wie ihr möchtet. So, ganz einfach. Die Holunderblüte ist wichtig wegen, ja, ganz einfach, weil die entzündungshemmend ist, Leute. Entzündungshemmend sehr wichtig, weil von der Sonne, von den UV-Strahlen entzündet sich die Haut eigentlich. Dass diese Strahlung ist sehr, sehr stark dann und deswegen entzündungshemmend und beruhigt die Haut. Die Reizung, so wie die so beißt, sehr, sehr wichtig. So, die Kamille, ja Leute, und die Kamille, ne, ganz easy, sie ist halt auch wundheilend. Sehr, sehr wichtig. Da klingelt das Handy, mein Gott. Ja Leute, ne, die Kamille ist halt wundheilend und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, die zu benutzen, weil die Haut halt sehr, sehr, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, zu spät wartet, ist sie rot und deswegen muss man die heilen. Deswegen ist Kamille sehr wichtig. Ja, und ist auch entzündungshemmend, deswegen nehmen wir die erstmal. Jetzt kommt der Öl, was ich für euch, sag ich mal, auf bis zum Ende gewartet habe, weil das ist sehr, sehr wichtig. Da kommt ihr, glaube ich, nicht drauf, wenn... Schreibt mal gerne in den Kommentaren. Vielleicht kommt ihr da drauf und dann macht mal Pause und schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt, was für Öl ich jetzt hier benutze. Und habt ihr reingeschrieben? Ja, aber ich lasse euch mal kurz noch mal ein bisschen zappeln. Ich packe jetzt alles zusammen, suche uns einen geilen Platz. Dann mische ich das alles mit dem Öl und dann werden wir das ausprobieren. Und ich muss sagen, Leute, ich habe es ausprobiert und wirklich, dieses Öl ist so Hammer. Ich war ja in Italien vor kurzem, habe einen übelsten Sonnenbrand gehabt und wirklich einen Tag habe ich mich eingeschmiert. Der Sonnenbrand war komplett weg fast. Das ist so gut und deswegen wollte ich hier einfach ein Video darüber machen, weil ich dachte so, ey, das ist doch mal was Geiles, weil das hilft mir voll gut und das habe ich auch noch nie auf meinem Kanal gehabt.
Deswegen, wir gehen jetzt los. Ich zeige euch das Öl. Wir mischen alles zusammen und dann, ja, geht's los. Zum Rezept. Oh, was ist das? Ja, das ist das Öl, Leute. Die Avocado, Leute. Das ist es. Wirklich, das ist es. Weil, ja, hilft für Rötungen auf der Haut. Genau deswegen will ich die haben. Wenn man Sonnenbrand schon hat, hat man Rötungen. Das will ich gerne wegkriegen. Und deswegen die Avocado. Fett, auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Die Haut feucht zu halten, weil ne, die Haut verliert sehr, sehr viel Flüssigkeit. Kann schnell ältern, wenn man sehr, sehr viel sich sonnt. Aber wir machen ja die Sonnencreme, dass wir schön einfach braun werden können und einfach uns schön Vitamin D in unsere Haut schön einlassen. Sollen wir mal anfangen? Ich zeige euch jetzt einmal, wir mischen das einmal kurz und dann nutzen wir das. Ganz einfach, wir werden die hier erstmal klein schneiden. Dann mischen wir mal die Holunderblüte mit der Kamille. Jetzt kommt das Wichtige, die Avocado darf hier nicht fehlen. Ja, guck mal, wie schön grün die ist. Perfekt. Ja, der Kern kann die Natur haben. Und tschüss. Ach, was macht ihr denn da oben? Möchtet ihr über meine Schulter gucken? Kommt mit, ich zeige euch, wie das geht. Ihr nehmt das hier, ne, bisschen klein machen. Mischt das hier so rein. Aber ihr müsst jetzt mal wieder runterkommen, weil ich muss das euch in den Namen zeigen. Ah, perfekt, ihr seid ja wieder da. Super. Ach, jetzt seid ihr ein bisschen zu tief jetzt. Aber egal, dann seht ihr mehr, was ich hier mache. Ja, ich mische das jetzt. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt ein Messer habe. Weil irgendwie muss ich das mischen. Ich glaube, ich muss meine Hände nutzen. Oh, das ist ja eklig mit den Händen. So, dann müssen wir schön drücken und matschen. Ja, schaut euch das mal an, diese Masse. Die ist aber noch nicht fertig, die muss ich noch ein bisschen kneten. Aber irgendwie hat das was. So, ich bin fertig. Ich werde das hier gleich im Glas reinpacken. Es hält sich ungefähr 3-4 Tage im Kühlschrank. Und Leute, vergesst es nicht, ihr könnt das noch verfeinern, dass es wirklich wie so eine Creme wird. Ich möchte das gerne jetzt in der Natur zeigen, deswegen habe ich keinen Mixer oder keinen Entsafter. Das könnt ihr aber auch so nutzen, dann habt ihr nicht die ganzen Kräuter auf der Haut, die ihr dann ungefähr 10-15 Minuten ziehen lassen müsst, die Creme. Dann wirkt die auch. Bei mir ist es jetzt sehr kernig, ne, oder sehr blumig, ne, Blumen kleben dann rum, Kamille und sowas. Ist ja nicht schlimm, ist ja auch gut für die Haut, aber ne, für euch zu Hause könnt ihr einfach mit einem Mixer, dann mit so einem Sieb hier, ich habe es auch gerade ausprobiert, ne, mit so einem Sieb durchsieben, dann habt ihr eine schöne Creme, dann könnt ihr das schön auf die Haut verteilen und dann habt ihr euer Schutz. Ich werde euch das jetzt erstmal demonstrieren und zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme meinen Arm hier, meine Schulter, da habe ich am meisten Rötung. Na, seht ihr, wie rot das hier alles ist? Ich packe das jetzt hier so hin. Da seht ihr, sehr, 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 sehr faserig, ist ja jetzt nicht schlimm. Und man merkt sofort, es ist erfrischend von der Avocado, weil die ist wirklich erfrischend, das tut richtig gut. Das habe ich auch in Italien gemerkt, wo die Sonne geknallt hat, hat richtig weh getan. Dann habe ich die Avocado auf meine Haut geschmiert und was ist? Ja, perfekt, ne? Ja, und jetzt lasst ihr einfach 10-15 Minuten ziehen und dann habt ihr eure selbstgemachte Heilkunden-Kräuter-Creme. Das Grobe kann man so abschütteln, dann ist es weg. Sonne, komm doch ruhig. Ich bin ausgerüstet. Leute, wenn das Video euch gefallen hat, dann ey, würde es mich freuen, wenn ihr das irgendwie mit einem Abo oder mit einem Daumen hoch zeigt. Das würde mich freuen. Bleibt gerne hier. Es gibt viele neue Sachen. Und nicht nur Kräuter. Es geht ja alles um Gesundheit. Haut rein. Ciao. Ja, und das Sonnen kann beginnen, Leute. Ja, haut rein, ne? Tschüss.